So, machen wir mal wieder aus der Reihe was Schönes. Kaktusfeigen. Ja, gibt's hier ganz viele, sind jetzt reif, kann man, wenn man Lust hat, drauf verarbeiten. Auch sehr vitaminhaltig und vor allen Dingen umsonst. Und auch gesund, also ich meine, da sind freie Radikale und alle drin. Ja, und hier war das Schöne, was mir gerade auffiel. Also zwei schöne Sachen. Ein Blumenmeer und ein scharf abgezeichneter Schatten. Da hat man ja schon viele Tage, da ist mit scharf abgezeichnetem Schatten eben nichts. Aber heute haben wir mal einen richtigen Schatten. Noch ist der Himmel nur von wenigen Trails beeinflusst. Noch kommt die Sonne ganz gut raus. Naja, aber... Oh, ich sehe, da hat sich schon wieder eine Sau eingeschlichen, ohne dass ich es überhaupt mitgekriegt habe. Ja, es wird hart daran geändert, dass mein Schatten sich wieder verflüchtigt. Kriegen wir den normal so gut? Freihand hier ohne Stativ. Naja, ist ein Kabel im Weg, das geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten, die Kamera auch nicht. Verloren. Aber wir haben es ja, wir wissen, wie es aussieht. Die Timelapse ist auch noch da. Und die Blumen waren ja eigentlich gedacht zu senden. Aber das, halt, das gibt halt überall die Trails, deshalb sind die Blumen immer zweitrangig irgendwie. Schade. Bei näherem Hinsehen, ich weiß nicht, ich bin halt doch auch ein kleiner Naivling irgendwie. Ich dachte, hier sind zwei verschiedene Sorten von Blumen gerade wieder am Blühen und das sieht besonders schick aus. Aber bei näherer Betrachtung stelle ich fest, jetzt sind alle dieselben Blumen. Die sind ja nicht violett und weiß, sondern das sind violette, die dann langsam in der Sonne verblassen, ausbleichen und dann weiß sind. Also einige davon sind schneeweiß. Und wiederum andere haben ein relativ sattet Violett. Da ist es nur, glaube ich, noch ganz frisch. Ja, und dann sind sie irgendwann weiß. Aber sieht trotzdem geil aus.